Als Manfred zur Welt kam, da wusste das gleich das ganze Dorf. Als ich das geschrieben habe, da musste ich schmunzeln. Manfreds 4 Jahre ältere Schwester Isolde rannte durchs ganze Dorf und verkündete lauthals die freudige Nachricht, dass sie jetzt ein Brüderchen bekommen habe. Isolde verstarb leider schon vor 20 Jahren mit 67. Jetzt wissen es alle im Himmel und ich kann mir gut vorstellen, dass sie ebenfalls rumgerannt ist und es allen verkündet hat, dass ihr Bruder ihr nun nachgefolgt ist. In diesem Zusammenhang mögen sie beide in Frieden ruhen. Und er erfand kreativ kleine Geschichten und Gedichte. Schon als die Kinder klein waren, trug er sie ihnen vor. Gestatten Sie mir, ein schönes davon vorzulesen. Hoch oben steht die Wurmlinger Kapelle, schaut still ins Tal hinab. Drunten stehen in Wiese und Quelle Jasmin, Rose und Manne mit dem Wanderstab. Wir laufen los, es ist steil und beschwerlich, den Kreuzweg hinauf zum Ziel, es lohnt sich. Die Aussicht übers Gäu und die Schwäbische Alb ist herrlich, auch Dichter Uhland war schon hier, sein Gedicht bestätigt, er ist der gleichen Meinung wie wir.